Hey Leute, ich bin's wieder, Adrian, euer DFB-Freestyler. Ich zeige euch heute den nächsten Trick, und zwar ist das der Nextall Push-Up. Ein sehr cooler Move, viel Spaß dabei. Beim Nextall Push-Up ist entscheidend, dass wir eine Grundposition haben. Wir neigen unseren Körper in eine L-Position ungefähr 90 Grad nach unten, arbeiten eigentlich nur mit dem Unterkörper, wenn wir in die Push-Ups gehen. Das ist aber in dem Fall nicht so entscheidend, sondern entscheidend ist die Grundposition des Oberkörpers. Der Oberkörper ist nach unten geneigt in einer L-Position. Daraufhin nehmen wir die Schultern und die Brust ein wenig nach hinten, sodass der Ball wenig Fläche hat, an der Seite runterzufallen. Und ganz entscheidend ist dabei, den Ball eigentlich hinten im Nacken so zu positionieren, dass wir den Kopf nach oben neigen. Also wir gucken nach oben und nicht nach unten, weil sonst fällt der Ball natürlich nach unten. Das ist ganz entscheidend. Wenn wir den Ball quasi schön eingeklemmt haben, arbeiten wir nur noch mit dem Unterkörper und gehen in die Knieposition und danach in die Push-Up-Position.